Vier Autos sind am Freitag in einem Parkhaus am Göttinger Bahnhof in Brand geraten. Die Fahrzeuge wurden zum Teil zerstört. Die Ursache ist noch unklar. Ein Mitarbeiter des Parkhauses wurde am Freitag gegen 9 Uhr von einer Passantin auf den Brand aufmerksam gemacht. Vier Autos hatten Feuer gefangen. Der Mann alarmierte die Feuerwehr und unternahm erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher. Die Feuerwehr rückte mit einem kompletten Löschzug an, um das Feuer endgültig unter Kontrolle zu bringen. In dem Parkhaus breitete sich dichter Qualm aus, der auch nach außen drang. Mit zwei C-Rohren gelang es der Feuerwehr schließlich, das Feuer zu löschen. Zur Ursache für den Brand gibt es noch keine Informationen. Es wird ein technischer Defekt an einem der Fahrzeuge vermutet. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 30.000 Euro.